Die nächste Kategorie ist die größte Überraschung des Jahres. Zwei Filme teilen sich diesen Preis. Es handelt sich dabei um... Da es beides Actionfilme sind, müssen sie sich darum prügeln, um den Preis. Ich glaube, dass die Prügelei der zweite Film gewinnen wird. Auch wenn ich persönlich, glaube ich, für Killer Elite wäre. Denn der Film ist einfach cool. Der andere Preis, Teilnehmer für diesen Preis ist Real Steel. Es geht um sich prügelnde Roboter. Natürlich gewinnt dieser Film die Prügelei. Nein! Auch prügelnde Roboter können nicht gegen Jason Statham und De Niro gewinnen. Wir fangen jetzt die Argumente an. Aber warum wir beide von diesen Filmen so überrascht gewesen sind, war einfach, weil wir mit völlig falschen Grunderwartungen eigentlich rangegangen sind. Ja, auf jeden Fall. Killer Elite wurde wie ein richtig hirnloser Actionfilm vermarktet. Und das haben wir auch erwartet, als wir reingegangen sind. Aber stattdessen war es ein Action-Thriller eher in der Richtung, der auf die ruhigen Töne einfach betonte. Und einen politischen Hintergrund auch besitzt. Und letztendlich eher dreckig als mit übertriebener Action aufwartet. Viel Action war da auch nicht. Nee, war es auch nicht. Nach dem Auftakt war der lange ruhig. Ja, aber das war echt gut, ja. Es war toll, dass er in den 80ern gespielt hat und auch so ein bisschen diese grainy Filmoptik dabei hatte. Also ja, aber das Problem war, dass dieses 80er oder Ende 70er, was das war, das kam er relativ spät im Film erst durch, ja, dass ja. Es in der Zeit spielt, ja, fand ich das. Das stimmt schon. Aber es ist wirklich sehr zu empfehlen gewesen, ist eine der ersten Rollen, wo ich Jason Statham wirklich gut finde auch, also auch wo ich wirklich Spaß hatte, ihn beim Schauspielern zuzusehen. Und ich kann ihm eigentlich nur, wenn er auf DVD rauskommt, jedem empfehlen, wirklich, der einfach einen guten, nicht überragenden, aber guten Action-Thriller sehen möchte eigentlich. Wirklich gut war der einfach. Und bei Real Steel war es so, dass, also ich persönlich, ich wollte diesen Film einfach nur hassen. Ich wollte den nur sehen, um zu sehen, wie scheiße er wirklich ist, einfach. Weil erstmal, es ist einfach die Ausgangsprämisse. Es ist quasi die Verfilmung dieser Rock'em Sock'em Robots, die es in den USA als Spielzeug mal gab. Ich weiß nicht, ob es die auch in Deutschland gab. Ich habe sie nie schon, als Kind erlebt. Gab's. Das sind halt zwei Roboter. Man hat jeder einen Joystick, mit dem man den Roboter steuert, so kleinen Plastik, und die müssen sich gegenseitig den Kopf weghauen. Ja. Und da habe ich erst gedacht, ja, das ist genauso blöde wie Schiffe versenken. Obwohl, wenn man Schiffe... Jedes Jahr, oder? Ja, ja. Und wenn man den Trailer sieht, dann weiß man, dass sie zumindest versucht haben, also gesagt haben, okay, es geht hier um eine Verfilmung von Schiffe versenken, wir werfen mal jeglichen Realismus über Bord. Also auch den werden wir uns ansehen. Genau, aber Real Steel wirkte auf mich in den Trailern und in den Film-News eher so wie ein so von der Art her wie Transformers, einer sehr unironischen und ernsten Verfilmung irgendwie. Und das war dem Setting absolut nicht gerecht. Nee, absolut nicht. Und tatsächlich wurden wir dann beide doch extrem überrascht, als wir den Film geguckt haben, weil sich bei dem Film eher so ein Vater und ein Sohn, die sich mehr oder weniger entfremdet haben, müssen halt ihre Probleme zusammen lösen. Und die tun es halt durch die alte amerikanische Kunst des Leuten auf die Fresse prügeln. Nur das nicht selbst prügeln? Nee, sondern die Roboter prügeln. Genau, mit Robotern dann halt. Die Roboter sind richtig wie in Boxkämpfen inszeniert und sowas. Die Roboter kann man alle auseinanderhalten, weil sie alle ein eigenes Design haben und sowas. Das ist nicht wie bei Transformers, wo man manchmal denkt dann so, wer haut hier eigentlich gerade wen? Und er war gut gespielt, er war lustig zwischendurch auch. Und er ist ein, also wenn die Handlung nicht so auf dieses ständige jemanden besiegen, kämpfen müssen und sowas alles also fixiert wäre als Thema oder sowas, würde ich den sogar wahrscheinlich auch mit Kindern halt gucken. Also kommt drauf an, welches Alter so, aber mit ja, 8 bis 12-Jährigen, je nachdem man halt einfach, das ist ein guter Familienfilm eigentlich auch so. Oder sagen wir halt so die 10-Jährigen einfach.
Mir hat aber, sagen immer noch, mir fehlt die 80s Pop Montage Szene, die hätte dieser Film auf jeden Fall vertragen. Genau. Das wäre gut gewesen. Dann wäre er überragend gewesen. Ja. Dann hätte der Killer Elite problemlos ausgestochen, aber so. Genau. Ja. Also, kann ich auch nur empfehlen, den Film. Der ist, also, er ist wirklich besser als der erste Eindruck ist. Ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Die nächste Kategorie ist der beste Einsatz von Zeitlupe in einem Film. Und dieser Preis geht an Sherlock Holmes 2. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Die nächste Kategorie ist der Most Underwhelming Movie of the Year. Der unbeeindruckendste Film des Jahres. Der Preis geht an Fluch der Karibik 4. Denn wir haben beide keinerlei Erinnerungen an diesen Film. Ja, genau. Wir wissen, dass wir ihn gesehen haben, aber wir fanden ihn danach auch gut. Aber jetzt, so das halbe Jahr später, ist da nicht mehr viel von da. Also der Hintergrund ist, wir haben, als wir unsere Listen gemacht haben, der Filme, die wir gesehen haben, haben wir beide die Erfahrung gemacht, dass wir Flucht der Karibik 4 vergessen haben. Ja. Tja. Inzwischen weiß ich wieder, dass es Meerjungfrauen gab, aber... Ja. Und Johnny Depp. Ich weiß noch, dass ich ihn auf Englisch und in 3D geguckt habe, dass das 3D nicht so sonderlich toll war, aber dass da so ein paar leicht zu beeindruckende Mädels waren, die so direkt neben mir saßen. Und es gibt da eine Szene, wo auf einmal der Affe halt irgendwie da heranschwenkt. Ich glaube, da guckt irgendeiner gerade in so ein Flaschenschiff hinein. Und da schwingt ihm so ein Affe hinzu. Und die waren am Kreischen da. Die haben sich so erschrocken deshalb. Und infolgedessen, weil die so angefangen haben, bin ich natürlich auch hochgejagt. Das weiß ich noch aus der Vorstellung. Aber ansonsten, irgendwas irgendwie zu Anfang war ein Kampf auf Postkutschen oder so. Aber... Stimmt, der ist ja aus dem... Barbossa war wieder mal total cool. Der war ja in der Stadt da, wo diese Stadt da, die in England da, die... London. London. Wo er geflüchtet ist. Bringt mich zu Präsident Clinton. Ja, so langsam kommt die Erinnerung wieder, aber der Film ist wirklich... Ja. Sogar, also mein Highlight des Films, also eigentlich fast alle Flucht der Karibik-Filme ist eigentlich Geoffrey Rush als Barbossa, weil der Einzige zu sein scheint, der sich noch dran erinnert, wie das Piratenklischee eigentlich funktioniert. Er ist einfach nur toll. Der Schnapselholzball. Ja, genau. Aber ansonsten... Ja, er bleibt halt nicht wirklich in Erinnerung, der Film irgendwie. Das ist halt so. Er ist da und es ist auch gut, dass er da ist. So. Aber. Keine Ahnung. Mehr auch nicht. Genau, mehr auch nicht. Fahren wir weiter mit der nächsten Kategorie. Der Film, der uns dieses Jahr am meisten ans Herz ging, uns gerührt hat, weil er nämlich die Freundschaft zweier großer Nerds zueinander beschreibt. Und weil er generell ein Film von Nerds an Nerds war. Das war Paul. Mit Simon Pegg und Nick Frost, die hierzulande man wahrscheinlich aus Shaun of the Dead und Hot Fuzz kennt. Die waren nur leider dieses Mal und ohne ihren Regisseur Edgar Wright unterwegs. Aber der Film war trotzdem... Der Film war trotzdem gut. Also die beiden machen eine Tour durch die USA, weil sie erstmal zur Comic-Con in Text... Detroit. Nein, nicht in Detroit. San Diego Comic-Con, glaube ich, genau. Zu dieser großen dahinfahren. Ne? Und danach machen sie halt mit so einem großen, klapprigen Wohnmobil eine Tour durch die USA an Orte, wo UFOs gelandet sein sollen oder wo man UFOs gesehen haben soll. Und machen da halt so leicht gezwungene Fotos dann irgendwie dann. Und eines Nachts kommt vor ihnen ein Wagen von der Strecke ab. Und sie trauen ihren Augen nicht, es ist tatsächlich ein Alien. Und dieses Alien möchte natürlich nach Hause und sie versuchen es durch die USA zu bringen. Und dazu noch, er wird von Bela B. gesprochen in der deutschen Version. Und es ist einfach mega lustig. Es ist ein Film, der
trotzdem noch Herz hat. Und was noch ein Nerd-Cred-Punkt ist, der Bösewicht wird gespielt von Sigourney Weaver. Woo! Toll einfach. Also auch wenn sie einen recht... ihr Ende ist recht... matschig. Aber gut, also... Wobei in der Szene, da war dieses Taliban-Alien mit dem Vollbart, das war so genial. Ja. Na gut, weiter. Nächste Kategorie. Die nächste Kategorie.